Servus und hallo bei Not Another Dope Show. 2020, was ein Kackjahr, oder? Also, ein paar Wochen hat's noch, bis es zu Ende ist bei mir. Das Video erscheint kurz vor Ende. Ich denke mal, bis dahin wird nichts mehr passieren, was ich irgendwie cool finde. Politisch gesehen oder sowas, weltpolitisch oder in Deutschland oder drogenpolitisch, oder ich bezweifle das Ganze. Rückblickend habe ich mich schon sehr genervt, weißt du, ich habe mich 2019 total gefreut. Hey, im April haben wir einen Monat lang 420, hey, wie geil. Und da muss er abgesagt werden wegen diesem blöden Corona. Ich habe auch ganz am Anfang, in den ersten Wochen, als es losgegangen ist, mir überlegt, ey, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich war wäre voll empfänglich gewesen für Verschwörungstheorien. Aber da sind auch Sachen passiert, die da in diese Richtung gehen würden. Zum Beispiel eine Telefonumfrage. Da war eine Telefonumfrage und die Fragen, die da gestellt worden sind, die würden dann voll in das Schema reinpassen. Also wie ich zu Polizeijustiz stehe, wie ich zu unseren Richter stehe, zu Staatsanwälten, zu unseren Politiker, zu unserer Regierung, zu der Landesregierung, zu der Staatsregierung. Die ganzen Institutionen wurden abgefragt, wie ich dazu stehe. Und die Demokratie und bla. Und kurz ein paar Wochen danach kam dann halt Corona und dann habe ich mir schon gedacht, haben sie vielleicht vorher mal eine Umfrage gemacht, um statistisch zu schauen, wie reagiert das Volk, wenn es da ist, und sie wussten das schon sehr viel früher. Aber dann ist es ja so, überall auf der Welt war es plötzlich. Und überall auf der Welt sind die Menschen im Krankenhaus gestorben und überall waren die Zahlen am Explodieren. Und dann dachte ich mir schon, hey, da muss ja irgendwas dran sein, oder? Aber, jetzt komme ich zum Aber, wie unsere Regierung damit umgeht, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Es ähnelt schon sehr der Drogenpolitik, der CDU, CSU, finde ich. Also ist halt so. Ja. So Dinge wie was Verbotenes noch mehr verbieten und dass die Regierung uns vorschreibt, wie wir uns zu verhalten haben. Ja. Ich meine, es ist in Ordnung, wenn sie sagen, passt auf, Leute, das Virus ist gefährlich, wascht euch die Hände, weil das mit der Seife und dem Mantel von diesem Virus, diesen Corona-Mantel kaputt macht und die DNA von dem Ding oder RNA, oder was, das geht mir schon wieder zu weit. Aber dass das halt dann tot ist. Ja? Also mit Händewaschen kann man's, schon mal nicht so sich anstecken, was man so macht. Was man könnte, wenn man sich die Hände nicht wäscht übrigens. Ja? Dann kommt das mit dem Mundschutz. Ja, das kann ich auch noch verstehen. Es ist ganz klar, wenn ich meine feuchte Aussprache, da drin stecken die Viren und die sind zu klein für den Stoff. Das ist mir schon klar, die flutschen da einfach durch. Wenn sie laufen könnten oder fliegen, aber das tun sie nicht. Die Atemluft drückt sie, wenn dann, dadurch. Und durch dieses Abbremsen fliegen sie nicht so weit, das ist mir total klar. Dass es aber nicht das Nonplusultra ist, ist mir auch klar. In der Drogenpolitik wird jetzt immer nur noch, also, ja, was das Thema Cannabis angeht. Da wird ja jetzt nur noch argumentiert mit Jugendschutz. Früher haben sie alle möglichen Argumente gehabt, sie wurden alle widerlegt, jetzt ist nur noch der Jugendschutz da und da hängen sie sich drauf auf. Ja, unbedingt die Jugend und bla bla bla, die Jugend. Die Jugend stirbt ja nicht aus, die kommen da immer wieder nach und man muss sie natürlich, also ich bin auch der Meinung, unserer Jugend muss man einen guten Start ins Leben ermöglichen. Das heißt, Bildung auch und so weiter, ne? Saubere Klassenzimmer, saubere Toiletten, die Möglichkeit, sich überhaupt die Hände zu waschen in der Schule, in einem sauberen Klo. Sichere Umgebung, wo sie sicher sind vor irgendwelchen Rowdies. Mit den Rowdies muss man sich was einfallen lassen. So wie es in meiner Zeit war und bestimmt auch heute noch ist, ist es halt einfach nicht okay. Vor allem mit Smartphones haben sie halt noch mehr Möglichkeiten,
Ich möchte gar nicht wissen, was zu meiner Zeit, was wir gemacht hätten mit diesen Dingern. Ich war ja auch kein Engel, nicht. Ne? Ich hätte auch einmal jemanden gebraucht, der mir mal Grenzen aufzeigt in der Schule. Außer Watschen, das war das Einzige. Aber wir hatten zwei Lehrer, die waren laut, die haben sich durchsetzen können. Und das hat was gebracht. Nur da war ich nicht schlecht. Aber die ganzen anderen Lehrer, diese Wuschi-Lehrer, da habe ich auch nichts gescheit gelernt, weil man die nicht vermitteln haben können, warum das wichtig ist. Wieso ich das wissen muss. Das ist halt das eine, weißt. Das andere ist, jeder kriegt es plötzlich mit, wie das ist, wenn man zu Hause sitzt und nichts tun kann. Ja. Wenn man keinen Kontakt hat zu anderen, wie das ist, wenn man einzelhaft hat. Wie die Leute, wenn sie im Gefängnis sitzen, wie die sich fühlen. Nur sie sperren sich selber ein. Also, halt schon. Kannst du doch rausgehen, wenn du meinst, du machst jetzt einen Hofgang, dann machst du halt deinen Spaziergang. Dann machst du halt deinen Spaziergang. Das kann halt der Gefangene nicht. Der ist halt da schon noch ein bisschen eingeschränkter. Aber das kriegst du halt dann auch mit, dass Leute in U-Haft sind. Und die sind da jetzt schon fast ein Jahr. Obwohl ja angeblich alles so offensichtlich ist. Und dann verstehe ich nicht, dass man Menschen länger als das Gesetz es erlaubt, in U-Haft lässt, bloß wegen Corona. Ich sage bloß, ja, da muss man sich etwas anderes einfallen lassen. Da muss dann der Richter notfalls per Videoschalte im Gefängnis, ja, dann muss man halt von da verhandeln. Per Videoschalte, das geht doch genauso. Danach wird auf dem üblichen Weg das Urteil übermittelt und dann wird der Delinquent freigelassen oder er wird in der Strafhaft überführt. Aber das ist halt nicht in Ordnung, die Leute so lange in U-Haft zu halten, weil U-Haft ist ein Zacken schärfer als eine Strafhaft. Ja. Weil du halt da von den, wenn du Pech hast, nach außen eine Kommunikationssperre verpasst kriegst, dann darfst du mit niemandem kommunizieren. Die schirmen dich richtig ab. Und das ist ein Scheiß-Feeling. Ey. Die einzigen Kontakte, die du hast, sind halt die Leute dann vor Ort. Und dann je nachdem, wer halt gerade da ist, gell, wo du bist, wer da ist. Ich spiele natürlich auf einen bestimmten Mann an, aber ich werd mich hüten, da irgendwas zu sagen, weil ich es nicht genau weiß. Ich kenne auch nur so diesen Zeitungsartikel. Deswegen werde ich mal da jetzt einfach Druck halten. So, das war das Anfang von 2020. Dann sind die ersten Verschwörungstheoretiker gekommen und haben sich da halt als Seelenfänger betätigt. Und das hat schon was Sektenhaftes, ein bisschen, meiner Meinung nach. Die Rechten springen überall mit drauf. Am Anfang war ja Vakuum. Kein Schwanz hat irgendwas gewusst, was passiert denn jetzt, halten wir uns lieber zurück. Und dann plötzlich explodiert es wieder. Diese komischen Fake-Sachen, hey, die ganzen Fantasiesachen. Und ich bin so irritiert, dass es so viele Menschen gibt, die lieber einen Sender glauben, der nicht aus unserem Land ist, sondern von außerhalb kommt. Von einer Staatsmacht, die uns nicht freundlich gesinnt ist. Ich sage es jetzt mal so. Das ist ein bisschen angespannte Situation eigentlich. Warum glaube ich denen mehr als unseren eigenen Leuten? Schon komisch. Das ist alles etwas, das nimmt Züge an, das macht keinen Spaß. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass die CDU/CSU tatsächlich diesen Coronavirus für sich benutzt. Ja. Also, woher kommt denn das, dass in Bayern, wo die CSU fast Alleinherrscher ist, die Zahlen viel krasser sind als zum Beispiel in Berlin? Ja. Das verstehe ich nicht. Oder? Rosenheim zum Beispiel, das ist eine Kleinstadt, das ist nichts Großes, das kannst du denn überhaupt nicht mit München vergleichen zum Beispiel. Gut, in München die öffentlichen Verkehrsmittel zur Stoßzeit, na mein lieber Scholli, da geht es halt auch sardinenbüchsenmäßig ab. Und wenn du da mit dem Mundschutz drin stehst, bringt das gar nichts, das sage ich dir gleich so, wie es ist. Ja, dann müsste es mit einer Sauerstoffmaske reingehen oder mit so einem
ABC-Anzug mit einer ABC-Maske oder sowas, ja, aber ganz sicher nicht mit normalen Staubmaske oder so. Nein, das. Ja. Im Sommer hätte man da nochmal ein bisschen was machen können, gell? Die Politik auch, aber haben sie nicht und deswegen kommen sie jetzt wieder mit demselben Scheiß an. Richtig ist, dieses gesellige Beisammensein mit Besaufen und Party verbreitet es halt einfach mehr. Aber wenn man nicht dauernd die Zahl hat, wie viele Leute schon wieder gesund sind, dann kann man das überhaupt nicht gescheit in Relation setzen. Natürlich sind das viele Tote am Tag, die wir gerade haben. Also jetzt, wir haben jetzt Dezember, ja, Anfang Dezember gerade, wo ich das aufnehme. Wir haben wirklich viel Tote, das stimmt. Aber weiß ich das, ob die wirklich alle deswegen gestorben sind, weil wir Corona haben? Vielleicht die andere Situation, die möchten wissen, wie viele Leute verspätet irgendwie ins Krankenhaus kommen oder behandelt werden, weil keine Plätze frei sind. Ne? Das sind da diese nicht an Corona gestorbenen, die trotzdem gestorben sind, weil Corona da ist. Ich habe auch wenig Verständnis dafür, dass sie unseren Smog-In abgesagt haben und dann dieses Querdenker-Ding muss aber alle zusagen. Ja. Das ist schon, das verstehe ich nicht ganz, weißt du? Jeder hat gewusst, hey, die werden sich dagegen, die ganzen Corona-Vorgaben bewusst dagegen verhalten, damit es auch unschöne Bilder gibt in der Presse, wenn die Polizei vielleicht draufhaut. Da haben sie aber in Berlin Pech gehabt, da hauen sie nicht einfach so drauf. Da müssen dann die Linken da sein, damit sie draufhauen. Oder die Rechten. Ja, da wird draufgehauen. Auf alle anderen wird da ein bisschen mit Samthandschuhen oder wird halt, ja, mit dem Wasserwerfer, aber von oben und nicht wie in Stuttgart in die Fresse. Das ist der Unterschied, gell? In Berlin kriegst du nicht diese Bilder, die du möchtest. Deswegen demonstrieren da schon nicht to the wonders. Aber man merkt halt überall da, wo entweder so eine Demo war oder die Leute, die bei diesen Demos extra da anreisen und danach wieder nach Hause fahren, verbreiten sich halt jetzt gerade die Zahlen wie irre. Wie blöd. Dazu kommt, dass in den meisten Firmen genauso gearbeitet wird wie vorher. Ein paar Leute machen Homeoffice, aber es müssen ja immer irgendwo irgendjemand mit der Hand irgendwas machen. Es geht ja nicht anders. In der Industrie ist das so. Klar, die Fleischindustrie, da haben wir drauf rumgehakt, aber ey, das ist doch nicht nur bei denen so, dass es diese barackenähnliche Wohnsituationen gibt. Die gibt es auch bei der Deutschen Bahn. Männerwohnheim, wo ist denn die? An Ackerbrücke, Donnersberger Brücke irgendwo. Ja, da gibt es ein Männerwohnheim, da wohnen Leute drin, die nicht aus Deutschland kommen, meistens aus Osteuropa, die aber hier halt einen guten Euro verdienen können und einen großen Teil von dem Geld nach Hause schicken. Die werden genauso ausgebeutet wie die anderen in der Fleischindustrie, da bin ich mir ganz sicher. Ich möchte nicht wissen, was die verdienen. Viel ist es nicht. Warum machen das sonst kein Deutscher? Warum will kein Deutscher sonst einen Job? Weil man für diese Arbeit zu schlecht bezahlt wird, deswegen macht es ein anderer. Das hier halt sagt, okay, mir reicht das Geld aber. In meinem Land ist das viel. Dann gibt es ganz viele solche Situationen auf dem Bau. Großbaustellen. Hast du da mal irgendeinen gesehen mit einem Mundschutz? Gibt es bei euch eine Großbaustelle? Also hier in Berlin gibt es welche. Südkreuz zum Beispiel wird ja gerade Gebäude gebaut. Da keiner hat da Mundschutz und trotzdem sind sie eng beieinander und hocken dann zusammen in diesem kleinen Kapuff drin und machen Pause. Gehen aber einkaufen im Supermarkt, können sich genauso einer anstecken. Also, da schaut keiner genau hin. Die schauen dann lieber auf die Shisha-Bar, dass die zu ist. Oder Tätowierer oder weiß ich nicht. Alles mögliche andere halt, was sie zugemacht haben. Du kannst doch nicht deutschlandweit dieselben Regeln machen, weil wenn du in einem Dorf mit, weiß ich nicht, 30 Häusern, da brauche ich keinen Mundschutz, wenn die nicht die ganze Zeit irgendwo in der Stadt rumhüpfen. Und dann wieder zurück aufs Land kommen und das dann mitbringen. Weil wenn es einer hat da, und er hat es, dass man sagt, okay, du hast das, dann ist das ganz schön nachzuvollziehen. In einem Dorf mit 30 Häusern. Das kannst du in Berlin vergessen. Der auch die Regeln mit dem Feuerwerk, die man
Sie haben ja schon angekündigt im Fernsehen, einige Kandidaten, dass es ihnen wurscht ist und dass sie trotzdem böllern wollen. Und dann kommen ja zwei Plätze, das sind so Alibi-Plätze mit Verbieten. Die wissen ganz genau, dass diese Brennpunkte ganz woanders sind, wo es so richtig krass abgeht. Aber das schaffen sie halt mit ihrem Manpower nicht. Ja? Wenn, dann musst du das Feuerwerk komplett verbieten. Und dann mit Videoüberwachung und nachträglich die Leute belangen, anders geht's ja nicht. Aber ist denn niemandem geholfen? Nein, weil die Kranken sind wir trotzdem, die Verletzten gibt es trotzdem. Also, ich weiß aber auch nicht, was da die Lösung wäre. An die Vernunft kannst du halt nicht appellieren anscheinend. Anscheinend muss man hier in Deutschland den Leuten immer alles vorschreiben. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaube das gar nicht an. Ich glaube, wenn du es den Menschen immer alles richtig gescheit erklärst und das auch Sinn macht alles, dann kann man Maßnahmen treffen, die auch Leute schützen zum Beispiel, die halt tödlich erkranken könnten. Wir haben ja Zielgruppen, wir wissen doch, wer es ist. Warum kann man dann diese Leute nicht schützen? Die ganzen Testereien da. Es reicht doch, wenn wir die Leute testen, die da rein wollen zu denen. Schnelltest vor Ort und dann kannst du deine Oma absuchen und deinen Opa absuchen. Aber du gehst halt nicht rein, wenn du krank bist, dann bleibst du draußen. Es ist doch nicht schwer zu verstehen, sowas. Hey. Aber warum muss man denn dann die Leute in Urlaub schicken, in die Risikogebiete? Ne? Dann kommen sie zurück, keiner wird getestet am Anfang. Ist doch logisch, dass es wieder alles explodiert. Hey. Erst, weil die Menschen unvernünftig sind. Hast du die Bilder gesehen am Ballermann, wie sie abgegangen sind, wieder absoffen und sich so, wieso, bin im Urlaub? So gibt es das nicht. Auf der ganzen Scheißwelt gibt es das, weißt du, aber diese Trottel. Jetzt sage ich, ihr seid Trottel, weil ihr euch so aufgeführt habt. Ihr könnt doch nicht denken, dass im Urlaub das nicht mehr gilt, dass da keiner dabei ist, der es vielleicht hat. Das habt ihr nicht verstanden, gell? Hauptsache euch, Hauptsache ihr Egomanen, da geht mir echt der Hut schnur auf. He. Weißt du? Glaubt es recht dazu, normalerweise, in der normalen Welt. Aber wir leben gerade nicht in der normalen Welt. Das ist doch keine Fantasie. Schaut mal die Toten an. He. Und ich schwöre euch, vieles hat damit zu tun, dass wir Deutschen mal wieder am Anfang so super vernünftig waren und so extremst obrigkeitshörig und ganz viel Angst gehabt haben. Weil es war wirklich so, als ich einkaufen gegangen bin am Anfang, wo das Klopapier so kampstert worden ist, die Zeit, hat es ganz komisch gerochen beim Lidl. Hey, ich so, boah, hier riecht es ja wie in einem Schlachthaus. Ja, ich kann die Angst riechen von den Leuten. Und ja, damals gab es noch keinen Mundschutz. Keiner hat einen Mundschutz tragen, das war ganz am Anfang. Ja, du hast es riechen können, das hat so ganz krass, ganz komisch gerochen, wie in einem Schlachthaus. Also wer da schon mal drin war, oder Tiertransport oder so, wenn das schon mal gerochen hat, die Angst von den Tieren, genau so hat es gerochen. So richtig krass war das, ehrlich, war nicht schön. Aber dann ist es halt bei uns nicht so krass eingeschlagen, sondern es war halt so schleichend nur. Ja. Die Deutschen, gründlich wie sie sind, haben halt am Anfang das ganz gut unter Kontrolle gehabt. Und dann sind wir leichtsinnig geworden, ganz einfach. Und dann sind auch wieder alle mutig raus, ist überhaupt nicht so schlimm. Und dann glauben sie diese komischen Sender, die es auch verharmlosen, obwohl es bei ihnen richtig krass im Land zugeht. Hey. Sollen Sie mal darüber berichten, dass man so einen Krankenwagen anruft, eine Woche warten muss, bis er kommt, weil sie ausgelastet, überlastet sind, weil sie es nicht schaffen. Ne? Sollen Sie darüber berichten. Und die bei uns auch hier. Aber wenn man halt das überreagiert haben am Anfang, klappt es jetzt keiner mehr. Das ist wie mit der Drogenpolitik, was ich vorher gesagt habe. Ne? Wenn du beim Cannabis so übertreibst, und die Leute probieren das einmal und merken, das stimmt gar nicht alles. Das ist alles total übertriebener Schmarrn. Dann glauben sie die echten wahren Sachen bei den anderen Sachen nicht mehr. Dann schlagen sie die Warnungen in den Wind. Und dann zacksen sie auf Crystal oder auf Age. Oder auf Koks oder auf Crack. Wir sind es lieber, sie sind am Kiffen. Ja. Dann bleibst du zu Hause mit dem Arsch. Ja. Dann geht's nicht raus, feiern, muss jeden umarmen und mit Tum in den Hals schieben. Das ist dann nicht, dann sind alles da und dann habe ich keine Lust rauszugehen. Ein kleines Grüppchen, das war's dann. Außerdem würde es dann unsere Wirtschaft wieder ein bisschen anschieben, also das wäre doch mal eine gute Idee, oder?
Wenn euch etwas verschoben vorkommt, dann kommt es nur davon, weil ich natürlich gerade so ein bisschen isoliert bin. Ich kann ja auch nicht rausgehen, genauso wie ihr, und dann kommen wir zu einem verschrobenen Gedanken zustande. Aber so verschroben wie die von der AfD sind meine Gedanken nicht. Also ich amüsiere mich ja, jetzt kommen wir ja gerade ganz viel beim Bundestag, Phoenix, immer kommt es ja immer, kann man zuschauen und durch die Reden an von denen, so alle möglichen Sachen. Aber das ist schon vom Feinen. Also wirklich. Viel krasser ist aber natürlich, dass halt alle sich auf die eingeschossen haben. Und wir sie eigentlich benutzen könnten dafür, dass sie uns vielleicht das Cannabis freiholen, indem sie es einfach fordern, indem sie das Verbot weiter fordern, und zwar ganz laut. Ja. Oder einfach mal für Ja stimmen, wenn einmal die Grünen und die Linken einen Antrag stellen, statt dagegen zu stimmen. Das wäre mal ein Schock für die CDU. Okay, Leute, das war's für heute. Peace. Achso, eine Frage habe ich noch. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, was ihr am krassesten erlebt habt im 2020 und was ihr euch wünscht für 2021. Peace out.